meine Familie war ja überhaupt keine Musikerfamilie und ich wusste eigentlich gar nicht, was ein Klavier ist. Aber als ich 4 Jahre alt war, war ich auf einem Kindergeburtstag eingeladen und habe da ein Mädchen gehört, das Klavier gespielt hat und habe meiner Mutter gesagt, dass ich auf jeden Fall anfangen will. Aber sie fand das halt nicht so sinnvoll und hat gesagt, ich soll lieber Blockflöte spielen oder so. Und dann habe ich aber das ganze Jahr lang rumgequengelt und ein Jahr später war derselbe Geburtstag mit demselben Mädchen und danach wollte ich halt auf jeden Fall anfangen. Und am Anfang war es halt sehr spielerisch, es war nur Gruppenunterricht, aber nach einem halben Jahr habe ich meinen ersten Wettbewerb gewonnen und dann hat sie es natürlich auch unterstützt. Ich habe einen Meisterkurs bei ihm gemacht und also ich habe halt schon überlegt, meinen Lehrer zu wechseln, aber er hat mich nach dem Meisterkurs angerufen und mich halt gefragt, ob ich bei ihm unterrichtet werden will, und das war natürlich ganz besonders und ich habe sofort ja gesagt und seitdem bin ich jetzt schon fast seit 8 Jahren bei Professor Kämmerling. Es ist beides. Also es ist einmal das Klavier selber, einfach als Instrument, weil es ist einfach toll, dieses Rieseninstrument, was man da hat, dass man sozusagen bändigen muss, dass man spielen muss. Aber es ist auch die Komposition an sich, denn es ist ja erst durch die Musik, dass man in diese Klangwelt eintaucht und dann wird man wirklich eins mit dem Instrument.